Hallo zusammen, liebe Grüße aus Freudenstadt im Nordschwarzwald zu einem Wetter in Löffingen Spezial zum bevorstehenden Orkan Xaver am Donnerstag und Freitag in Deutschland. Heute auch mit kräftiger Unterstützung von Cedric. Das ist Cedric, der Wetterstorch. Es hat sich ja verbreitet die Erkenntnis durchgesetzt, dass es Wetterfrösche gibt. Es gibt aber auch Wetterstörche und die Wetterstörche fressen die Wetterfrösche. Das nur am Rande. Cedric, unser Wetterexperte, heute zum Thema Orkan am Donnerstag und Freitag. Ja, was ist da los? Was kommt zu, vor allem auf Norddeutschland, auf Hamburg? Vielleicht kurz mal zur Einordnung, was wir in der letzten Zeit hatten. Wir hatten in der letzten Zeit eigentlich immer ein blockierendes Hochdruckgebiet so über Irland, über den britischen Inseln. Und das hat so gewirkt wie eine Sperre, wie ein Tor. Und hat die Tiefdruckgebiete eigentlich von uns ferngehalten. Klar, immer wieder auch bedingt durch dieses Hochkaltluftvorstöße nach Deutschland, hier und da in den Mittelgebirgen auch ein bisschen Schnee, aber eigentlich nichts wirklich Punkiges dabei. Jetzt hat sich dieses Hoch aufgelöst und da muss man sich einfach mal vorstellen, man steht vor einer Kneipe, in der es Freibier gibt. Und man kommt nicht rein, weil die Tür verschlossen ist und jetzt macht jemand die Tür auf. Was macht der normale Deutsche? Er geht natürlich rein und zwar direkt zum Zapfhahn, weil er Freibier haben möchte. Und das macht unser Tief auch. Genau genommen ist es so ein Kurzwellentrog, der sich im Seegebiet von Island rum aktuell bildet. Später dann den Namen Xaver hat, wie gesagt. Der zieht rasend schnell nach Südnorwegen, verstärkt sich dort zum Orkantief und zieht dann weiter übers Skagerrak nach Schweden. Und wenn man so ein Sturmtief, so ein Orkantief hat, das sieht ja immer auf den Karten, auf den Wetterkarten dann ganz, ganz lustig aus mit den vielen Isobaren, die so dicht beieinander liegen. Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich mal anzuschauen, was ist das eigentlich für ein Tief? Und da haben wir erstmal als messbares Mittel den Kerndruck. Tief heißt ja Tiefdruckgebiet, es ist in der Mitte ein sehr geringer Luftdruck und überall außenrum ist ein höherer Luftdruck. So entsteht dann auch der Wind. Und den tiefsten Luftdruck, den kann man sich betrachten. Vielleicht mal eine Marke dazu. 2006 Sturmtief Kyrill hatte einen minimalen Kerndruck von 961 Hektopascal. Xaver am Donnerstag und dann am Donnerstagabend wird einen Kerndruck haben, der von den Modellen so zwischen 955 und 960 Hektopascal angesetzt wird. Das heißt, es ist eben noch ein tieferer Luftdruck, das heißt, Xaver ist als Tiefdruckgebiet noch mit mehr Bums, mit mehr Gedöns zunächst einmal dabei als Kyrill, wenn man nur den Kerndruck sich anschaut. Also ein wahres Monster, was da kommt. Das Zweite, was man bei so einem Tief immer betrachten muss, sind die Frontensysteme, das heißt, wie wirkt sich welche Front aus, wo in Deutschland. Grundsätzlich ein Tiefdruckgebiet in der nördlichen Hemisphäre auf der Nordhalbkugel hat in der Regel drei Fronten. Eine Warmfront, eine Kaltfront und dann die Verbindung dieser beiden ist die Okklusionsfront. Und so ist es bei Xaver auch. Wir haben eine Warmfront, mit der wir eigentlich nichts mehr zu tun haben werden in Deutschland, aber eben diesen Warmluftsektor, der sich zwischen Warmfront und Kaltfront erstreckt, wo dann der Gradient extrem steigt und was dann eben zu dieser Sturmentwicklung führt. Und dann haben wir die Kaltfront dieses Tiefs, die Deutschland mit rasender Geschwindigkeit überqueren wird. Am Donnerstagnachmittag, so früher Abend rum, kommt diese Kaltfront über die Nordsee in Norddeutschland an und liegt schon in der Nacht zum Freitag etwa an den Alpen. Also da sieht man mal, wie schnell sich diese Front dann über Deutschland bewegen wird. Das sind so Parameter, die man sich dann anschaut bei diesem Tief. Das Entscheidende bei dieser ganzen Geschichte wird tatsächlich der Wind sein. Wir haben ein Sturmfeld, was sich aufbaut, so schon an der Nordsee. Im Prinzip am Donnerstagvormittag geht das Gedöns los. Der Wind nimmt immer mehr zu. Es kommt zu Sturmböen, schweren Sturmböen im Laufe des Donnerstagnachmittags und abends dann eben auch zu orkanartigen Böen und zu Orkanböen. Diese werden sich dann im Laufe der Nacht eigentlich auf die gesamte Nordhälfte ausbreiten, mehr oder weniger auch die nördlichen Mittelgebirge werden dann betroffen sein auf dem Harz.
Naja, es kommt irgendwann nicht mehr drauf an, ob es 160 km/h sind, 180, 200 oder wie auch immer. Jedenfalls werden es Orkanböen sein, vor allem an der Nordseeküste, auch an der Ostseeküste und eben in den nördlichen Mittelgebirgen. Dieses Sturmfeld wird dann zum Problem, weil es sich immer weiter so in den östlichen Bereich ausdehnt. Auch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, praktisch ganz Ostdeutschland von diesem Sturmfeld betroffen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Den Spitzenwert werden diese Böen dann etwa so am späten Freitagabend erreichen. Dann lässt es schon an der Ostsee zum Beispiel schon wieder so ein bisschen nach mit dem Wind. Problem ist aber am Freitag eigentlich den ganzen Tag durch dieses Sturmfeld. Nur der äußerste Westen Deutschlands, also der Westen von Nordrhein-Westfalen und der Südwesten, Stichwort Schwarzwald, Südbaden, die sind davon einigermaßen verschont. Auch in Bayern geht es nicht so ganz hochrührig ab, aber alles, was nördlich und vor allem auch nordöstlich darüber liegt, wird in diesem Sturmfeld drin sein. Also zeitlich ein sehr, sehr ausgedehntes Sturmgedöns, was sich da ankündigt, so 20 bis 24 Stunden sehr starke Winde. Und da sind wir dann schon beim nächsten Problem für Hamburg. Das ist das Thema Sturmflut. Da muss man sich vielleicht erstmal kurz anschauen, was ist eigentlich eine Sturmflut? Naja, wir haben Gezeiten, wir haben Ebbe und Flut und wir haben ein sogenanntes definiertes mittleres Hochwasser. Und wenn eine Flut mehr als 1,50 Meter über diesem mittleren Hochwasser ist, dann reden wir von einer Sturmflut. Die nächste Schwelle sind dann 2,50 Meter oder mehr über dem mittleren Hochwasser, dann haben wir eine schwere Sturmflut. Und wir haben ab 3,50 Meter oder mehr über dem mittleren Hochwasser eine sehr schwere Sturmflut. Und jetzt muss man sich für Hamburg, genau gesagt für St. Pauli, also sprich Landungsbrücken und drumherum, mal anschauen, wie sich diese Sache entwickelt. Tipp an dieser Stelle: www.pegeldeutschland.de, Pegel Deutschland in einem Wort. Das ist die private Homepage von Andreas Wagner von der Unwetterzentrale Deutschlands. Hochwasserpapst, einer der absoluten Experten in dieser Materie. Und da kann man eben nachlesen, die schwere Sturmflut, also mehr als 2,50 Meter über dem mittleren Hochwasser am Freitag in St. Pauli, ist eigentlich sicher. Da muss man nicht mehr diskutieren, die wird kommen. Wir haben ein erstes Hochwasser zu erwarten in St. Pauli am Freitag um 6.30 Uhr. Da geht das Gedöns dann schon los und dann eben mit dem nächsten Hochwasser auch. Was die sehr schwere Sturmflut angeht, also mehr als 3,50 Meter über dem mittleren Hochwasser, sieht es im Moment so aus, dass es wahrscheinlicher ist, dass sie kommt für Hamburg, als dass sie nicht kommt. Da liegen wir also etwa bei 70% im Moment. Kurze Marke vielleicht auch hier, damit man mal so einen Vergleichswert hat, ist der 28. Januar 2001, damals in St. Pauli gemessen, 5,26 Meter über dem mittleren Hochwasser. Diese Marke könnte am Freitag in Hamburg durchaus fallen. Also wir reden hier durchaus über einige Meter, die die Elbe höher liegen wird als normal. Zusammengefasst ergibt sich aus diesen ganzen Parametern halt so ein Bild, dass wir mit einer schweren Orkanlage rechnen, am Donnerstag so ab dem Nachmittag und dann die Nacht zum Freitag hindurch. Auch wenn der Höhepunkt dann erreicht wird in der Nacht, diese Orkanböen, auch die orkanartigen Böen, die gehen dann in der zweiten Nachthälfte zum Freitag weiter und es bleibt eigentlich den ganzen Freitag über bei stark stürmischem Wetter in Deutschland. Dazu durch die Kaltfront initiiert so ein konvektives Gedöns. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass innerhalb von sehr kurzer Zeit in den höheren Luftschichten, so 5000, 5500 Meter über der Erde, über dem Erdboden, sehr kalte Luft reinkommt. Diese Polarluft nimmt den direkten Weg, ohne irgendeinen Umweg, direkt über die Nordsee nach Norddeutschland, nach Nordwestdeutschland. Temperaturen dann in 5000 Meter Höhe, so um die minus 30, minus 35, vielleicht sogar minus 40 Grad. Daraus ergibt sich einfach für diese Luftmasse, dass sie in Panik gerät. Auch die bodennahen Luftschichten, die wissen gar nicht mehr, wo sie hin sollen, schießen also nach oben. Fachbegriff dafür, falls ihr den mal irgendwo lest, Konvektion. Luftmasse wird wie durch einen Riesenrüssel nach oben gesogen. Es bilden sich Wolken und die entsprechenden konvektiven Niederschläge, also sehr starke Schauer, die dann eben bei einer Schneefallgrenze, die so ungefähr am Boden liegt, auch durchweg als Schnee fallen werden. Und dann liest man hin und wieder, ich habe es heute gelesen in einem Facebook-Kommentar, naja, wird schon nicht so schlimm werden, weil Hamburg hat ja 5 Grad.
Richtig, Hamburg wird knapp unter 5 Grad liegen. Am Donnerstag, auch in der Nacht zum Freitag, werden diese Temperaturen nicht horrend und horrorig nach unten gehen. Das ist bei diesen konvektiven Niederschlägen aber einer Schneeflocke naturgemäß relativ egal. Also es kann bis zu 5 Grad natürlich auch schneien, es kann auch bis zum Boden schneien und es kann sich eine Schneedecke bilden, sodass wir bei dieser Sturmlage dann wirklich eine Situation haben. Sie stehen draußen und Sie sehen die Hand vor Augen nicht mehr. Also ein richtiger Schneesturm. Dort, wo der Schnee liegen bleibt, drohen Schneeverwehungen und es droht Schneebruch an den Bäumen. Denn was an Schnee in Norddeutschland liegen bleiben wird, wird so nasser Pappschnee sein, der natürlich sehr viel schwerer ist als normaler Schnee. Das heißt, kann auch Bäume durchaus dann dazu bewegen, sich von Ästen zu verabschieden oder durch den Sturm ganz umzustürzen. Also eine sehr ernste Wetterlage, die wir haben, vor allem in Norddeutschland, aber auch eigentlich in der gesamten Osthälfte Deutschlands nochmal runter, eigentlich bis zum Erzgebirge, auch die Rhön, die Kasseler Berge, der Harz sowieso mit einer Orkanlage am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag. Dazu dort, wo der Schnee liegen bleibt, Schneeverwehungen, Schneebruch möglich. Das ist so das, was uns am Donnerstag und Freitag in Deutschland erwarten wird. An dieser Stelle dann vielleicht nochmal wirklich der dringende Aufruf und etwas mal ganz Grundsätzliches. Ein Sturm, auch ein Orkan, ist in Deutschland eigentlich nicht wirklich gefährlich für Menschen, wenn sich Menschen in geschlossenen Gebäuden aufhalten. Jetzt kann es natürlich passieren, dass das ganze Dach abgesäbelt wird durch den Sturm. Dann kann man vielleicht etwas salopp sagen, na gut, dann geht man halt in ein anderes sicheres Gebäude. Aber grundsätzlich die Gefahren für Menschen bei Sturm, bei Orkan, die ergeben sich, wenn Menschen eben draußen sind. Wenn Bäume umstürzen, wenn Gegenstände durch die Luft fliegen, eben vor allem Dachziegel und so weiter. Und daher hier nochmal der dringende Aufruf vielleicht auch an alle, zumindest am Donnerstagabend zu Hause zu bleiben. Wer in Norddeutschland am Freitagmorgen Termine hat, die er irgendwie verschieben kann, der sollte das tun. Ich habe heute auf Facebook gelesen, ach, der Sturm darf nicht kommen, ich habe doch am Freitagvormittag eine Verabredung auf Föhr. Vergessen Sie es. Es ist mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, dass man mit dem Schiff nicht mehr auf die nordfriesischen Inseln kommen wird am Freitag. Das ist vorbei. Auch Bahnstrecken in Norddeutschland werden voraussichtlich blockiert sein. Da kann auch die Deutsche Bahn nichts dafür. Die wird natürlich liebend gerne in einem Umkreis von 20 Metern um ihre Gleise herum alles abholzen, was höher als 1 Meter ist. Geht aber schon aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht. Also, wenn die Oberleitung einer Bahnstrecke mal über mehrere Kilometer durch umgestürzte Bäume zerstört ist, dann fährt auf diesen Strecken einfach tagelang nichts. Da muss man sich drauf einstellen. Dasselbe gilt für Straßen. Und deshalb hier auch nochmal der Hinweis, auch für die Eltern von Kindern vielleicht. Also wer erwachsen ist, ja, und sich bei so einem Orkan draußen aufhält, der weiß in der Regel, was er tut. Vielleicht weiß er es nicht, aber er ist jedenfalls für sich selber verantwortlich. Kinder können diese Verantwortung für sich nicht übernehmen. Und da es in Deutschland eigentlich keinen Schulweg gibt, auf dem nicht entweder Dachziegel oder Bäume anzutreffen sind, hier die dringende Bitte vor allem für Norddeutschland, das heißt Küsten sowieso, aber auch im Binnenland und dann auch in Hamburg. Liebe Eltern, überlegt euch bitte wirklich, ob ihr eure Kinder am Freitag in die Schule schickt. Lasst sie zu Hause, die sollen mit ihrer Modelleisenbahn spielen oder mit ihren Autos über den Teppich fahren oder länger schlafen oder irgendwie dummes Zeug machen, wenn sie es im geschlossenen Haus machen, im geschlossenen Raum, passiert ihnen nichts. Man hat dann auch, ich habe heute auch gelesen, ja, normalerweise gehen meine Kinder alleine zur Schule, jetzt bringe ich sie am Freitag. Das ist vollkommener Schwachsinn. Es ist einem umstürzenden Baum oder einem herumsegelnden Dachziegel völlig egal, ob Mama oder Papa dabei ist. Wenn die aufs Kind wollen, dann werden sie aufs Kind fallen. Es bringt also nichts, als Erwachsener die Kinder dann zu begleiten oder so. Nein, einfach drinnen bleiben. Nach Möglichkeit, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, wenn sich auch für die Kinder eine Betreuung finden lässt am Freitag, lasst sie bitte daheim. Ich denke, dass in vielen Landkreisen, zumindest in Schleswig-Holstein, auch in Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht auch im nördlichen Niedersachsen, am Freitag ein Schulbetrieb sowieso nicht stattfinden wird. Zumindest hoffe ich es, dass die Behörden sich zur sicheren Seite dazu durchringen werden.
Also noch einmal zusammengefasst, es wird tatsächlich einer der heftigsten Orkane werden, die Deutschland je erlebt hat. Wie gesagt, ich habe es am Kerndruck so ein bisschen verglichen mit Kyrill, der ja eigentlich wirklich eine Marke ist. Da liegen wir drunter. Also mehr Gedöns, mehr Orkan, vor allem ein Sturmfeld, was zeitlich sehr ausgedehnt ist, über 24 Stunden Dauersturm in weiten Teilen Norddeutschlands, auch in der Osthälfte Deutschlands. Eine sehr extreme Wetterlage, die sich da ankündigt. Die Bitte bleibt zu Hause, lasst die Straßen frei für die Rettungskräfte, Feuerwehr, THW. Die brauchen freie Straßen, denn die werden in Hamburg am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag alle Hände voll zu tun haben. Hamburg außerdem am Freitag noch das Thema Sturmflut, schwere Sturmflut, sehr schwere Sturmflut. Also da kommt einiges auf uns zu. Vielleicht ist es diesmal wirklich positiv zu sehen, dass auch im Vorfeld dieses Sturms schon sehr gewarnt wird. Auch wenn die ARD ihren Brennpunkt wahrscheinlich erst nach dem Sturm bringen wird und nicht vor dem Sturm, was viel wichtiger wäre. Normal müsste morgen um 20:15 Uhr nach der Tagesschau ein Brennpunkt kommen, wird wahrscheinlich nicht kommen. Aber man kann nur warnen, man kann die Menschen vorbereiten. Und wenn der einzige Schaden, den man dann am Freitag hat, ist, dass der Stiefel, den man vor die Tür gestellt hat, das ist ja Nikolaus, dass der drei Straßen weiter bei Müller, Schulze, Lehmann vor der Tür liegt, das ist ja für eine Kommune vielleicht auch nicht schlecht. Man findet vor der Haustür einen Stiefel, der einem nicht gehört, und man schaut sich die Windrichtung an und klappert dann ab die Nachbarn und man lernt sich kennen. Und so hat Nikolaus bei dieser Orkanlage im Jahr 2013 vielleicht auch sein Gutes. So viel zum voraussichtlichen Sturmtief Xaver. Weitere Informationen Facebook natürlich auf meiner Seite, aber auch Facebook/Wetter in Löffingen. Auch die Unwetterzentrale natürlich wie immer sei hier erwähnt, www.unwetterzentrale.de. Dort kann man sich Postleitzahlen genau mal für seinen Wohnort informieren, wie das Gedöns denn kommt und wann. Hoffen wir, dass wir am Samstag und spätestens dann am Sonntag, wenn sich die Lage beruhigt, nicht viele Opfer zu beklagen haben werden. Hoffen wir, dass es irgendwie gut geht. Ansonsten schauen wir mal, wie der Donnerstag und der Freitag wird. Bis dahin erstmal macht's gut und tschüss. Ach, Cedric. Cedric.